Sturmfrei für Arbeitnehmende. Ja, bei Sturm und schweren Unwettern, da gestaltet sich der Weg zur Arbeit meist etwas schwieriger. Doch da stellt sich die Frage, dürfen Berufstätige dann daheim bleiben? Alles zu den Pflichten eines Arbeitgebers und natürlich der Arbeitnehmenden lernt ihr bei uns im Arbeitsrechtsseminar Teil 1. Ja, da informieren wir, was da für gegenseitige Rechte und Pflichten bestehen. Und wir wollen uns jetzt mal genauer heute anschauen, wie ist es denn, wenn jetzt Wind und Wetter draußen wütet? Das ist ja gerade höchst aktuell, ne? Also, ja. In Portugal, wo war es? Nein, es war in Südamerika. Noch ein Erdrutsch, Straßen waren verschüttet. Wir haben in Italien katastrophale Zustände. El Niño tobt, die globale Erwärmung hat alles so zur Folge. Aber da stellt sich die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit? Ich fand deine Eingangsfrage ganz interessant. Wir als Juristen sind hier immer besonders spitzfindig. Da hast du gesagt, darf der Arbeitnehmer zu Hause bleiben? Erstmal, jo. Die Frage ist bloß, welche Konsequenzen drohen. Dürfen tut man alles, ne? Man muss dann halt mit Konsequenzen rechnen. Ja, und das wollen wir uns ja heute anschauen. Was ist oder mit was habe ich zu rechnen? Grundsätzlich würde man erstmal sagen, dürfen ja, aber wenn man sich es genauer anschaut, also ohne Konsequenzen zu Hause bleiben darf ich natürlich nicht. Betriebsrat heute, der Podcast der BAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der WAF. Mein Name ist Frauke Hartmann, ich bin Volljuristin und Fachreferentin bei der WAF und mir gegenüber sitzt Rechtsanwalt Michael Putzicher aus Mahl. Hallo Michael. Hallo Frauke, schön, dass wir mal das Vergnügen haben, zusammen zu einem Podcast zu machen. Das erste Mal, ne? Ja, es ist unsere Premiere fürs Pas de Deux. Ich freue mich. Wir wissen ja eins, ich denke mal, wir müssen zwei Dinge hier vielleicht mal sauber für uns trennen. Die Frage ist, drohen dem Arbeitnehmer arbeitsrechtliche Konsequenzen in irgendeiner Form der, sag ich mal, Sanktion? Mhm. Auf der einen Seite ein bestimmt interessantes Thema, das machen wir in Arbeitsrecht 1 und 2 bei der WAF sehr, sehr ausführlich, wenn wir auch über Abmahnung und Kündigung reden. Und eine ganz andere Frage ist die Vergütung. Und die beiden Fragen, denke ich, sollten wir hier einmal voneinander trennen und uns denen dann zuwenden. Die erste Frage wäre ja, was muss ein Arbeitnehmer tun? Ja, also er trägt ja grundsätzlich erstmal das Wegerisiko, ne? Er muss schauen, dass er pünktlich zur Arbeit kommt und wenn da irgendwie Stau angesagt ist, weil da irgendwie ein umgestürzter Baum auf der Straße liegt, naja, dann muss er früher losfahren. So. Aber das weiß er ja nicht. Bäume kündigen den Sturz nicht vorher an. Schnee und Glatteis, Blitzeis, ebenso wenig. Aber es stimmt natürlich, es gibt immer den schönen Satz, wozu ist der Arbeitnehmer verpflichtet? Und da heißt es, der Arbeitnehmer hat sich arbeitsbereit am Arbeitsplatz einzufinden. Mhm. Das war eine ganze Zeit, ja sogar, ich bin dafür bekannt, ich springe mal so zum Teil in meinen Gedanken, sogar so weit, dass man sagen musste, selbst das Anlegen einer Schutzkleidung war dem Arbeitnehmer aufzuerlegen und war nicht vom Arbeitgeber zu bezahlen, weil erst wenn die Schutzkleidung angelegt war, war der Arbeitnehmer arbeitsfähig. Und arbeitsfähig ist er grundsätzlich erst auf der Arbeit, dass wir die Ausnahme von Telearbeit haben, bedingt durch Corona und mittlerweile als eine moderne Form der Arbeit, das ist etwas anderes. Wir gehen immer davon aus, wir müssen auf der Arbeitsstätte erscheinen. Ja, und da hast du vollkommen recht, es gibt ein sogenanntes allgemeines Lebensrisiko. Hatte mal, glaube ich, Erich Kästner mit dem Satz beschrieben, seien wir offen, seien wir ehrlich. Leben ist immer lebensgefährlich. Ja, ich muss gucken, wie ich zur Arbeit komme. Ist mein persönliches Risiko. Ja, und dann wird es ja auch tatsächlich so sein, wenn ich dann zu spät komme oder gar nicht erscheine, dass ich dann auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen habe. Also gegebenenfalls eine Abmahnung auf mich zukommt. Ja, ich weiß, du guckst schon kritisch, weil man ja dann immer fragen muss, naja, war das jetzt hier verschuldet? Konnte der Arbeitnehmer was dafür? Da sind wir dann schon bei der Ausnahme, wenn dann vielleicht eine begründete Arbeitsverhinderung vorliegt, also eine akute Unwetterwarnung, wo es mir als Arbeitnehmer gar nicht zuzumuten ist, aufgrund der Gefährdung vielleicht loszufahren.
Also da ich teile deine Auffassung, ich sehe es, also ich würde da auch wieder wie bei allem ein wenig differenzieren. Fakt ist, habe ich ein Blitzeis, was durch die Presse geht, oder wir haben wieder ein Phänomen wie Kyrill, da haben wir die Unwetterwarnung des Wetterdienstes, das ist den Arbeitgebern bekannt, wenn ich jetzt eben nicht zum Dienst erscheine. Aufgrund dieses Unwetters kann man mich wegen dieses Umstandes für meine Begriffe nach meiner Rechtsauffassung nicht abmahnen. Aber ich stehe natürlich wie jeder Arbeitnehmer in der Pflicht auch, wie ein Betriebsrat, mich mehr oder minder abzumelden. Mhm. Ich muss sagen, ich schaffe es nicht. Bei mir ist der ÖPNV zusammengebrochen, die Bahn fährt nicht und ähnliches. Die Abmeldung braucht der Arbeitgeber, weil ansonsten könnte er mich dafür sanktionieren. Möglicherweise, bitte immer möglicherweise. Was ich natürlich verliere aber, ist der Anspruch auf die Vergütung, weil, wir wissen es, ohne Arbeit kein Lohn. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht umhin, dass man sagen muss, wenn man dann halt nicht erscheint, verspätet erscheint, dass da dann eben kein Lohn ausgezahlt werden muss, beziehungsweise entsprechende Kürzungen vorgenommen werden dürfen. Aber da kommt mir der Paragraph 616 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, in den Kopf. Findet der hier keine Anwendung? Ich zitiere mal, der Arbeitnehmer wird des Anspruches auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine relativ unerhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund an der Arbeitsleistung verhindert wird. Wie üblich, Jurist, Justitia, Schwert ist stumpf, es lassen sich noch immer Haare damit spalten. Es kommt darauf an, ob der Grund im Arbeitnehmer lag. Aber das tut es hier ja nicht. Es ist das Blitzeis, es ist die verstopfte Straße, die Panne am Auto. Man könnte natürlich sagen, Entschuldigung, ich habe es verschlammt, weil ich habe mein Auto nicht betankt. Und deshalb kann ich nicht kommen, das ist aber dann nicht verschuldet. Dann ist es verschuldet und da muss ich sagen, dann bin ich blöd. Für Blitzeis, das liegt nicht in meiner Person, umgestürzte Bäume auch nicht. Da ist 616 nicht einschlägig. Ja, den werden wir dann hier nicht anwenden können, wobei der ja auch häufig im Arbeitsvertrag schon ausgeschlossen wird, die Anwendung von dem Paragraphen 616. Super. Wie aber hast du da die Formulierung? Das finde ich immer ganz interessant auf den Arbeitsrechtsämtern. Da steht häufig drin, dass überlesen, gerade auch junge Arbeitnehmende, immer wieder steht so lapidar im Gesetz, Paragraph 616 wird abbedungen. Man denkt, abbedungen, was heißt es? Juristendeutsch, der findet keine Anwendung. Der findet typischerweise eben, würde Anwendung finden, wenn dem Arbeitnehmer, es ist ein naher Angehöriger verstorben, ihm ist plötzlich schlecht und so. Also dann sind das Gründe in seiner Person, dann könnte er sich auf 616 berufen oder auf andere Spitz, bei Krankheit natürlich auf andere Regelungen. Aber diese Vorschrift kann man abbedingen, aber die ist, wie gesagt, nicht einschlägig, sobald es um das Wegerisiko geht, weil wir haben so eine gewisse Betriebsrisikolehre und ein Wegerisiko. Der Arbeitgeber schuldet mir als Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz, den er mir zur Verfügung stellt. Und ich schulde wiederum den Weg zur Arbeit, der ist in meinem Risiko. Da hatte ich mal ein interessantes Beispiel. Da ging es um einen Fund eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg in einer Stadt, wo ein Callcenter war. Und der Arbeitgeber sagte, ein wenig salopp, wir haben die Bombe nicht hingelegt, wir haben es nicht verschuldet. Ihr als Arbeitnehmer habt es auch nicht verbuddelt, ihr habt es auch nicht verschuldet. Also es ist von beiden Seiten nicht zu vertreten gewesen. Deshalb, ihr geht in Minusstunden und wird am nächsten Tag, nachdem der Kampfmittelräumdienst war, gearbeitet. Das ist natürlich Quatsch, weil der Arbeitgeber schuldet mir den Arbeitsplatz, er zieht die Früchte der Arbeit und deshalb muss er mich auch bezahlen. Aber ich schulde die Präsenz am Arbeitsplatz und davon gibt es kaum Ausnahmen. Ja, das wäre ja auch hier, wenn jetzt aufgrund von Unwetter der Betrieb stillgelegt werden müsste für eine kurze Zeit, eine Unwetterüberschwemmung, dann wäre das sozusagen, würde das ins Betriebsrisiko des Arbeitgebers fallen und dann hätte ich natürlich weiterhin meinen Anspruch auf Lohnzahlung. Es kann sich natürlich eins ergeben, das ist in einer Randnotiz einer Entscheidung, ich meine, es war das Landesarbeitsgericht Hamm, allerdings zugegebenermaßen, ich habe vor unserem Podcast ein bisschen wieder recherchiert in einer Datenbank, die einschlägigen bundesarbeitsgerichtlichen Entscheidungen sind alle aus dem Jahre 1982, seitdem haben die dazu nichts mehr entschieden, weil es eigentlich ein Allgemeingut ist. Das Interessante ist allerdings, da geht es um Gruppen von Arbeitnehmern, denen das allgemeine Wegerisiko auferlegt wird.
Und am Rand der Entscheidung wird nur erwähnt, dass man aufgrund von 616 bei einem Wegerisiko keinen Anspruch geltend machen kann. Es besteht allerdings die Möglichkeit, falls der Arbeitgeber anderen Beschäftigten, zum Beispiel den Angestellten, das Wegerisiko nicht anlastet, aber theoretisch den gewerblichen Mitarbeitern, dann könnte ich natürlich über den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz verlangen, hey, du darfst im Wesentlichen gleichgelagerte Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund ungleich behandeln. Und dann könnte ich mich auf diesen Gleichbehandlungsgrundsatz stützen. Aber da sehen wir gehen schon wieder wahnsinnig in die Tiefe. Und wir sehen, wir haben unterschiedliche Anspruchsgrundlagen, die wir eigentlich in unseren arbeitsrechtlichen Seminaren, gerade Arbeitsrecht 1 und 2, nochmal deutlich vertiefen. Damit man sieht, es gibt nicht nur einen Weg, der nach Rom führt, sondern häufig mehrere Lösungswege, die man sich anschauen muss. Ja, es empfiehlt sich auch durchaus mal zu gucken, gibt es vielleicht auch eine Betriebsvereinbarung oder steht im Tarifvertrag, der für mich Anwendung findet, da irgendwas anderes. Ne? Die Thematik ist ja auch oft dadurch irgendwie geregelt. Da könnte man dann nachschauen, ob da vielleicht dann eine Lotfortzahlung in solchen Fällen geregelt ist. Ist außerdem ein ganz, ganz guter Tipp. In vielen Firmen, die ich kenne, ist in den Arbeitsverträgen, wie du es angesprochen hast, Paragraph 616 ausgeschlossen. Und dann sind es wiederum die Betriebsräte, die durch eine Betriebsvereinbarung gerade für 616 Regeln treffen können. Weil ich sag mal so, wenn wir keinen Tarifvertrag haben, ein klassischer Anwendungsfall, ich meine es nicht zynisch, auch wenn es sich so handelt, klassischer Anwendungsfall ist der Tod des Ehegatten, Tod von Familienangehörigen. Es wäre vermessen, wenn man sagt, wir schließen 616 aus, ja, das wär's. Und ich müsste sagen, wissen Sie was, bei der Bestattung können Sie sich ja schön erholen, nehmen Sie einen Tag Urlaub. Und gerade deshalb sehen Tarifverträge für diese Fälle immer eine Regelung vor. Aber das können natürlich in Bereichen, wo wir nicht im Tarif sind und keine einschlägige Regelung haben, gerade Betriebsräte mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren. Und auch wieder, wir müssen ja ein bisschen Werbung machen, wie das Ganze dann richtig vonstatten geht, das bringen wir unseren Teilnehmern in dem Seminar Betriebsverfassungsrecht 2 bei. Und da haben wir dann auch immer sehr, sehr praktische Beispiele. Und auch in unserem BR-Forum, glaube ich, finden wir da was zu. Ja, also da gibt es, und gerade auch zum Annahmeverzug, auch zu dem Paragraph 616 BGB machen wir ausführlich im Arbeitsrechtsseminar Teil 2. Also wir beide würden uns freuen, wenn wir den ein oder anderen mal auf einem Seminar oder Webinar zu dieser Thematik begrüßen dürften und wünschen nach draußen bis dahin alles Gute. Und einen sicheren und lockere Anfahrt zur Arbeit. Im Zweifelsfall sollte man von dem Recht Gebrauch machen, für kurzfristige Verhinderung Mitarbeiter über Telearbeit, über eine Mute-Möglichkeit, sich mit der Firma zu connecten, das Wegerisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Kleiner Tipp am Rand. Ansonsten, ich freue mich auch, euch wiederzusehen und wünsche allen an den Endgeräten eine nicht so heiße Sommerzeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss. Tschüss.